Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Es ist schon sehr viel passiert, aber wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Ben und ich gehen jetzt nämlich auf technische Motivtour. Ben macht dann quasi, dadurch, dass Joscha im Urlaub ist, heute den Regisseur. Kein Problem. Alles klar, let's go. Bei der technischen Motivtour guckt man dann vor allem, wo löst man welche Szene auf, wie löst man die auf, wie leuchtet man sie aus, wo gibt es normale Steckdosen, wo gibt es Starkstrom, was brauchen wir vielleicht noch von der Ausstattung zusätzlich, was brauchen wir vielleicht noch für Genehmigungen. Es werden Sachen ausgemessen und wirklich Details besprochen. Dadurch, dass Joscha Urlaub hat, haben wir ihn tatsächlich per FaceTime zugeschaltet, was überraschend gut funktioniert hat. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt. Es geht immer noch um Operation Burning Sun, weil diese Produktion drehen wir in zwei Teilen. Den einen Teil haben wir jetzt schon letzte oder vorletzte Woche gedreht und eben den zweiten Block drehen wir dann Ende Juni. Das klingt, als wäre da noch viel Zeit, aber ist es nicht. Also abseits davon, der liebe Ben, den habe ich jetzt noch gar nicht so richtig vorgestellt, macht ja den Monat über Praktikum bei uns. Und der hatte mir vor dem Praktikum schon eine E-Mail geschrieben und meinte so, ey, ich habe einen Kurzfilm gemacht, kannst du dir mal anschauen. Das habe ich nicht getan bisher, es tut mir sehr leid. Das holen wir jetzt nach. Das heißt, wir gucken jetzt mal deinen Film an. Ich weiß nichts darüber bisher. Den Link packe ich aber auf jeden Fall in die Beschreibung. Erzähl du mal kurz in ein paar Worten was über deinen Film. Ja, also ganz grob geht es darum, dass eine Frau in einem dunklen Raum aufwacht und nicht weiß, wo sie ist und wie sie da wegkommt. Ja, und den Rest, der ergibt sich dann so. Es ist auch nur ein Kurzfilm, insofern will ich da auch nicht zu viel vorwegnehmen. Okay, und was hast du daran gemacht? Ich habe Regie geführt, es war auch mein erster Kurzfilm und wir haben das letzten Sommer so relativ, mit einem kleinen Team, also wir waren nur zu dritt insgesamt, musste dann auch einer gleichzeitig Fokus pullen und Ton machen. Es war alles ein bisschen improvisiert, genau. Und der lief sogar auch schon auf ein paar Festivals, unter anderem auf dem Snowdance auch, was man ein bisschen kennt, genau. Nice. Ja. Und du hast ihn auch geschrieben? Nee, das tatsächlich nicht. Das hat ein amerikanischer Drehbuchautor und ich habe ihn dann übersetzt. Genau. Interessant, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, es war, habe ich per Internet sogar. Gibt so ganz gute Websites, wo einige Leute einfach ihre Skripte raufpacken. Dann kann man sich das durchlesen, fragen mit den Schreiben und so. Und das heißt, du hast es dann irgendwie erworben? Also kauft man das dann? Nee, also der meinte, weil es auch mein erstes Projekt war, so geht das auch so. Genau. Und ist er happy damit? Hast du ihn gezeigt? Ja, also der war ganz zufrieden. Und die freuen sich natürlich generell auch einfach, wenn dann die Skripte umgesetzt werden und sie da was Handfestes haben. Nice, das ist natürlich echt ziemlich cool. Ja. Ich glaube, das ist generell für einige Leute interessant. Ben ist ja selber erst 20. Ja, jetzt 20. Dementsprechend ein sehr junger Filmemacher. Und mit Sicherheit gibt es da viele Fragen zu dem Thema, die ich wahrscheinlich auch gleich an ihn habe. Aber ich finde, es ist ein guter Hashtag des Tages, Ask Ben. Es ist deine Aufgabe, morgen, wenn dieser Vlog online ist, in den Kommentaren zu gucken, was eure Fragen an Ben sind über seinen Kurzfilm. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Wir gucken jetzt an. Ich bin gespannt. Hey! Hey! Ich brauche Hilfe! Ich will hier raus! Hallo! Also ich bin echt immer wieder baff, was junge Leute heutzutage für krasse Scheiße raushauen. Das hatten wir mit Louis schon, unserem Praktikant vor Ben. Und jetzt mit Ben wieder. So stille Wasser und tiefmäßig hauen die einfach die Mörderfilme raus. Mit 20. Mit 20 hatte ich noch nicht mal ansatzweise eine Kamera in der Hand, richtig. Super crazy. Und ich finde es total geil, weil das bestätigt das, was ich immer wieder predige. Man muss machen. Und die Jungs lassen sich nicht irgendwie von Ausreden zurückhalten, sondern Die machen geilen Scheiß, coole Stories, die sind nicht irgendwie übertrieben kompliziert, die sind auch technisch nicht übertrieben, da stecken keine Ausreden dahinter, da gibt's keinen, aber ich habe keine Red. Und dann kommen geile Ergebnisse raus und dann hat man Erfahrungen, man hat Referenzen, man hat im Idealfall Connections geschaffen. Mega geil, es spricht alles dafür. Alles, was einen zurückhält, sind Ausreden. Ich find's mega geil, ich find die Ask Ben Runde
super interessant. Ich hoffe, ein paar Leute haben Fragen für ihn da. Und ich hoffe, er hat ein paar Antworten parat. Ich habe mir dann direkt noch ein anderes Werk von Ben angeschaut. Weltschmerz. Kann ich euch auch ans Herz legen. Super geile Visuals. Dicke Props an Felix, den DOP. Hat mich echt begeistert. Finde ich ziemlich, ziemlich nice. Und auch da, junge Leute. Goddammit, ey. Wenn ich in dem Alter angefangen, dann wäre ich jetzt ganz woanders. Oh je. Hi. Guten Tag. Komm rein. So, dass jetzt mal endlich jeder gesehen hat, dass es sich hier wirklich nur um einen verdammten Lagerraum handeln würde, sind wir jetzt nochmal hier rübergegangen. Es hat nichts mit irgendwie Glamour zu tun oder mit Loft-Studio-Feeling oder sonst irgendwas. Es ist einfach ein verkackter Lagerraum mit noch weniger Deckenhöhe. Ich komme hier sogar mit den Fingern an die Decke und ich bin 1,20 Meter groß. Dementsprechend ist das wirklich... Ich finde nur die Ecke hier halt total geil. Hier ist ein bisschen so eine Art Fake-Parkettboden mit eben Fenstern, die man von außen beleuchten könnte. Hier könnte man ein schönes Mini-Studio reinsetzen. Und ich sage wirklich Mini-Studio, weil es ist Mini-Studio. Der Rest könnte dann Lagerfläche sein. Für uns alleine vollkommen utopisch, viel zu viel. Deswegen habe ich gerade noch den David im Gepäck. Und da hinten tigert gerade der Sully durch die Gegend, den ich gleich noch vorstelle. So, warum muss ich das machen? Sully, stell dich mal vor. Oh je. Ja, hi, mein Name ist Sully. Ich bin Drohnenpilot. Ich habe eine Firma für Drohnenflüge, allerlei. Okay, und was macht man da so? Und wie sieht dein Alltag aus? Also ich mache vor allem Flüge für große Industriekunden, das heißt, wir befliegen Schornsteine von innen, von außen, Tanks, Behälter, Rohre, alles, was so im Industrie- und Energiebereich anfällt, Chemieparks, Kraftwerke, genau, da, wo Leute normalerweise hinklettern oder ein Hubschrauber hingeht oder aufwendig ein Gerüst gebaut wird, da schicke ich meine Drohnen rein. Nice. Und was treibt dich heute zu uns? Ja, der Marius, der hatte so einen, der Marius, der hinter der Kamera steht, der hatte mich hier hingelockt mit einem geilen Büro-Studio-Loftraum. Naja, am Ende war es so ein schäbiger Keller. Wir haben ein schönes Eis gegessen. Was du vor allem gerade mitgebracht hast. In der krassen Erwartung, dass ihn hier das übelste Loft-Studio erwartet, hat er Eis mitgebracht. Sogar vegan für mich, total geil. Irgendwelche Abschlussworte? Marius ist ein toller Typ. Abonnieren, Patreon-Tickets kaufen und vielleicht auch mal einfach sowas spenden. Nice. Auch, vielleicht auch mal was beauftragen. Mal so Gegenwert entwickeln. Geil, gefällt mir. Also, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Dann komm gut nach Hause und komm mal wieder vorbei beim Vlog. Ciao, Sally. Kontakt habe ich noch, einen Oberbeleuchter, für den das vielleicht auch was wäre, dass der ein paar Quadratmeter übernimmt. Das wäre halt krass, weil innerhalb von kürzester Zeit wirklich eine geile Unterstützungsbasis auf Patreon entstanden ist und wenn wir jetzt noch ein paar Quadratmeter vermietet bekommen, ist das total realistisch, dass wir den nochmal zusagen. Ende der Woche weiß ich auf jeden Fall schon mal mehr. Ich träume immer noch davon. Ich weiß gar nicht, was Joscha dazu sagt, mit dem habe ich noch nicht gesprochen. Joscha, falls du das hier siehst, und dann könnte das vielleicht wirklich funktionieren. Das wäre schon krass. Ich habe nach wie vor mega Bock und vor allem wäre es halt cool, wenn man dann direkt einen Oberbeleuchter vor Ort hat, mit dem man dann vielleicht auch noch ein paar Sachen machen könnte. Ansonsten habe ich heute vor allem auch viel wieder in die Location-Suche gesteckt. Bin noch nicht so ganz happy. Es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie im Januar mit Sexshop und Stripclub, dass es jetzt keine Kirche wird, sondern irgendwas Kirchenartiges. Wenn also irgendjemand geile klassische Musikvideoorte hat, irgendwie rund um Köln, meldet euch bei mir. Ich bin gerade für Vorschläge sehr offen. So ein bisschen Klosterartig oder Lost Place-artig oder so ein bisschen gehobene Anmutung. Es könnte in verschiedene Richtungen gehen, mein Storystrang. Freue mich auf jeden Fall bei Vorschläge, falls irgendjemand irgendwie eine Idee hat oder sagt, ey Digga, bei mir in der Scheune sieht so geil aus. Dann gerne raus damit. Alright, ich mache jetzt Feierabend. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Video einen Thumbs up gebt, wenn ihr das vielleicht irgendeinem Kumpel schickt oder einer Kumpelin, wo ihr sagt, ey, das könnte dir gefallen, wenn ihr den Hashtag des Tages kommentiert oder sonst irgendwas. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen. Vielen Dank und bis dahin. Ciao.